Okay, Freunde, heute reagieren wir auf ein ganz besonderes Video, ja, was mir zahlreiche von euch zugeschickt haben. Und zwar, ja, die liebe Sarah, Sarah GBS, hat ein, ja, wie soll man es sagen, Statement-Video abgegeben. Und zwar auf dem Kanal von Islam Bayern. Sarah GBS packt über Behrend TV aus, YouTuber zerstören Familien, Kanyavi und Co. Da fühle ich mich natürlich, ja, in der Beschreibung leicht angegriffen. Was ist damit gemeint? Ja, das Video geht über 21 Minuten. Also, ich würde mal sagen, let's go. Bismillah. Assalamu alaikum, Leute. Ich bin jetzt gerade hier bei Sarah zu Hause. Ich hatte vorhin noch ein kleines Gespräch geführt mit der Mama. Die Mama sitzt übrigens hier vorne neben uns. Die könnt ihr nicht sehen. Sie will nicht gesehen werden. Aber sie wird sich gleich zu der Sache äußern, wenn es um die um Berhan geht und auch um die Videos mit den ganzen Straßen-YouTubern geht, wo Sarah mitgewirkt hat. Und erst einmal ganz kurz zu Mama. Ich weiß nicht, wie hast du das, als du das erste Mal gesehen hast, deine Tochter in den Videos, was hast du gefühlt? Ja, ganz schlecht. Ist normal. Hat mir nicht gefallen. Hat dir nicht gefallen, warum? Ja, was hat Sarah gesagt? Keine Mutter mag das. Keine Mutter mag das. Also wir hatten gerade... Also es ist auf jeden Fall interessant zu hören, die Sicht von der Mutter, ne? Da Sarah ja meinte, dass ihre Eltern angeblich zu ihr stehen würden, das, was sie macht, ne? Hier ist aber klar zu hören, okay, ne? Wie die Mutter das empfunden hat, dass das Ganze ganz schlecht war. Wir hatten gerade noch ein Gespräch geführt, die Mama wird sich gleich noch ein bisschen länger dazu äußern. Mir hat das im Herzen wehgetan. Ich sagte, mir hat das wehgetan gerade, wo ich gesehen habe, dass du weinen musstest. Und sie hat öfter geweint und hat uns Sachen erzählt, die passiert sind. In den letzten Wochen vor allem, aufgrund von den Videos, vor allem von Berhan, die Videos. Kann ich mir vorstellen. Dass Berhan eigentlich, ich sag euch ganz offen, dabei ist oder war, sogar ganze Familien zu zerstören. Und Sarah ist natürlich auch teils mitverantwortlich. Das ist klar, das ist ihr auch klar, dass sie Fehler gemacht hat. Was mich aber wirklich, was mir im Herzen wehgetan hat, ist die ganze Geschichte dahinter, was im Hintergrund passiert ist. Jeder erzählt natürlich was anderes, aber wir erfahren jetzt die Geschichte wirklich aus erster Hand von der Familie und die Familie möchte in erster Linie in Ruhe gelassen werden. Sarah, kurze Frage, bist du stolz auf die Sachen, die du gemacht hast? Also ich bereue das... Kannst du deine Hand wegmachen? Also ich bereue das auf jeden Fall, was ich gesagt habe. Ich weiß, ich würde auch nicht nur Berhan die Schuld geben, ich bin natürlich auch mit Schuld, weil ich habe ja das und das gesagt. Aber er hat mir halt diese Plattform gegeben und das war halt das Problem, weil er hat mir diese Reichweite gegeben. Und in diesem Moment, mir ging es halt nur um die Abonnenten, mir ging es halt nur um Fame, mir ging es halt nur, mehr Follower zu bekommen, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist. Auf jeden Fall, ich möchte mich erstmal bei der Sache entschuldigen, dass ich auf die Mutter von anderen YouTubern gegangen bin. Da muss ich erstmal sagen... Da seht ihr mal, ne, also wirklich das Internet, Reichweite, Fame und so weiter, wie das einen Menschen kaputt gemacht hat, wie weit die Menschen gehen würden, ja, indem sie andere Mütter beleidigen, indem sie sich komplett im Internet blamieren, Sachen von sich erzählen und keine Ahnung, ne, also man muss wirklich, Leute, ihr müsst das Ganze mal ein bisschen stoppen, ne, Fame, Likes, das ist nicht alles, Digga, vor allem die Jüngeren, Digga, müsst mal ein bisschen, ne, also ruhiger an die Sache rangehen. Beispiel wie bei Kanyavi will ich mich entschuldigen. Okay. Ich möchte mich auf jeden Fall auch bei Lejanko entschuldigen. Bei Sammy will ich mich auch entschuldigen. Bei Denison, ich habe nichts gegen ihn gesagt, also ich feiere den immer noch. Aber das mit Mutter gehen, das geht auf jeden Fall nicht, weil ich würde auch nicht wollen, dass jemand meine Mutter beleidigt. Und in diesem Moment, es gab halt keine Person, keine erwachsene Person, die mir in dem Moment gesagt hat, Sarah, nein, mach das nicht. Nein, du wirst von Leuten beleidigt, das und das wird passieren. Und Berhan hat mich halt auch ein bisschen bei der Sache mit Khan bisschen gepusht. Also er meinte auch, ich soll auf den gehen, weil Berhan ja ein Problem mit Khan hat. So, dazu kann ich erstmal nur sagen, ob sie es mit der Entschuldigung ernst meint oder nicht, weiß es nicht, ne? Kommt auf jeden Fall so rüber, ne? Entschuldigung nehme ich auf jeden Fall an, ne? Also von Anfang an, wie ich euch gesagt habe, ne? Ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein kleines Kind. Ich habe euch von Anfang an gesagt, so eine sollte man nicht zurückbeleidigen, einfach hier rein, da raus. Mir war auch schon klar, ne, dass der Berhan damit sehr, sehr viel zu tun hatte, ne, dass der einfach ein kleines, ahnungsloses Kind ausgenutzt hat, ne, weil er halt, sage ich mal, nicht den Mumm hatte, ist aus seinem, dass die, also er hat sich nicht getraut, die Wörter aus seinem Mund kommen zu lassen, weißt du, er hat dafür ein kleines Kind ausgenutzt und ich sag mal so, sie ist jetzt nicht ganz unschuldig, sie ist jetzt nicht ganz unschuldig, sie, ne, letztendlich ist sie dafür verantwortlich, das kam alles aus ihrem Mund. Aber natürlich, wie sie schon sagte, da war kein Erwachsener dabei. Ich meine, dahinter war noch ein Uno, der immer einen auf möchte gern. Ja, ich mache einen auf das und das tut und ich habe damit nichts zu tun. Spätestens ja, er könnte angreifen, wenn Berhan nicht eingreift. Ja, ist halt schon traurig, ne?
Aber die Worte kamen ja von meinem Mund raus. Also wir machen jetzt das Video nicht, um irgendwie noch mehr Fitna zu generieren, dass Leute sagen, ach guck mal Berhan, weil das war ja jedem klar, dass Berhan anscheinend da noch ein bisschen mehr reingemacht hat, als das war. Ne? Uns geht es darum, in diesem Video zu sagen, zu zeigen, dass Sarah jetzt gerade, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, dass du so gut und so schön auch die Worte gefunden hast, weil wir vorhin ein längeres Gespräch geführt hatten, über eine Stunde, über die Sachen gesprochen haben, die eben passiert sind. Und Sarah ist gar nicht stolz darauf, überhaupt nicht stolz darauf, im Nachhinein vor allem. Sarah ist halt ein 15-jähriges Mädchen, was noch dabei ist, sich selbst zu finden. Und sie hat halt falsche Freunde, muss man auch ganz offen sagen, viele falsche Freunde, die sie in die falsche Fährte bringen. Bis heute noch, die sie immer noch anrufen. Du hast ja gerade erwähnt, dass Berhan dich dazu angestachelt hätte, sie Videos zu machen und das zu sagen. Inwiefern hat das gemacht? Wenn ich daran so denke, Digga. Ich kann's immer wieder nur sagen, Digga. Ein volljähriger Mann, 2 Meter groß. Dass man so kleine Eier haben muss und ein kleines Kind dafür aus uns, 15 Jahre. Weil er sich einfach nicht traut, das aus seinem Mund zu sagen, weißt du? Weil er ganz genau weiß, er muss danach dafür gerade stehen, was er nicht kann. Er nutzt dafür kleine Kinder aus, das ist schon abartig, Digga. Das ist schon widerlich, einfach nur ekelhaft, wirklich. Also er hat erstmal mir gesagt, Sarah, willst du bei einem YouTube-Video dabei sein? Ich habe gesagt, ich überlege es mir. Daraufhin kam das mit Reichweite, du wirst wieder Reichweite bekommen, du wirst wieder Thema sein. Und ich habe das Angebot angenommen. Ich hätte es eigentlich direkt nach dem ersten YouTube-Video merken sollen, dass Berhan ein falsches Spiel spielt, weil Berhan die Hater-Kommentare gegen mich geliked hat. Und was keiner weiß, ist, dass bevor... Hat er das gemacht? Ja, das hat er gemacht. Er hat die Hater-Kommentare, wo man mich beleidigt, wo man mir den Tod wünscht, das hat er alles geliked. Und, auf YouTube? Ja, auf YouTube. Und was keiner weiß, ist, dass bevor das zweite YouTube-Video rauskam, also das, wo ich im Auto sitze, dass Berhan und ich uns persönlich getroffen haben, mit seinen Freunden, mit meinen Freunden. Wir hatten ein Treffen und ja, da hat er mich auch... Also ich war ein bisschen... Naja, ich war nicht im klaren Verstand in dem Moment. Und wurde halt, als wir uns halt getroffen haben, privat, also das hatte nichts mit YouTube zu tun, da, ich wurde von ihm ausgelacht, ich wurde von ihm beleidigt, von seinen Freunden ausgelacht, es wurden Videos von mir gemacht. Und daraufhin hat er mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich bei einem anderen YouTube-Video dabei sein möchte, wo ich ein Statement mache. Und ich wollte dieses Statement auch machen, aber ich wollte Gründe nennen, warum ich das und das gesagt habe. Ich wollte was zu diesem Ei sagen. Ich habe ihn auch angeschrieben und angerufen an demselben Tag, wo das Video rauskam mit dem Ei und meinte, bitte poste das nicht. Bitte poste das komplette Video nicht. Meine Freunde haben ihn angerufen, er hat es trotzdem gepostet. Aber dann habe ich gesagt, ja, okay, egal, du. Ich habe mit dir ein Video gemacht, okay, aber das mit dem Auto. Daran erinnern wir uns noch, ne, wo diese Memo war, die ich auch in meinem Video reingepackt hatte, wo er gesagt hat, ey Bruder, ich habe die Mutter geblockt, keiner kann mich erreichen, ist mir scheißegal, ich habe das Video auf 2 Teile gestreckt, ich werde es hochladen, ne. Da sehen wir natürlich, was für ein Mensch der Berhan einfach ist, Digga, ne. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, Digga, die Familie kann Berhan sofort anzeigen, weil die minderjährig ist. Und weil sie, obwohl sie gesagt hat, ey, lad die Videos nicht hoch und er sie hochgeladen hat, ne, und sie komplett bloßgestellt hat. Ich weiß nicht, ob die Videos noch von Berhan online sind, aber wie gesagt, die Mutter könnte ihn auf jeden Fall safe dafür anzeigen. Auto, das ging halt zu weit und ich will nicht, dass Leute meine Familie beleidigen. Leute, also ich habe nicht bekommen... Obwohl du es erstmal selbst gemacht hast, ne? Ja, also, ja und ich sehe halt, meine Familie leidet sehr krass darunter. Ich bekomme Nachrichten. Ich dachte, ich komme mit dem ganzen Hate klar, aber ich komme wirklich gar nicht gut damit klar. Also ihr würdet jetzt sagen, okay, lösch dein Insta, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Warum ist das nicht so einfach? Ich will jetzt erstmal eine Pause machen. Ich möchte nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben, weil dass meine Familie angegriffen wird, dass meine Familie beleidigt wird, dass mein Vater... Ich kann meinem Vater nicht in die Augen schauen, wegen dem allem, was passiert ist. Meine Mutter, mein Vater, die leiden und meine Familie ist nicht so wie ich. Also, du hast natürlich auch selbst, du bist selbst schuld da. Ja, ich bin selber schuld, ja. Also, ich finde es gut, dass ihr jetzt selber mal checkt, ne, wie es ist, wenn die Familie angegriffen oder beleidigt wird. So. Also, ich finde es gut, dass ihr jetzt Einsicht zeigt und selber sieht, was für einen Fehler sie getan hat, ne. Weil erstmal andere Familien beleidigen, den Tod wünschen und so weiter, aber dabei ahnungslos sein und gar nicht wissen, was man gerade in dem Moment getan hat. Aber spätestens dann, wenn sowas einem selbst widerfährt, wenn die Familie, ne, so angegriffen wird, ne, mit den ganzen Schimpfwörtern und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie jetzt Einsicht zeigt und auch gecheckt hat und aus ihren Fehlern lernt, ne? Du hast das mitverantwortet. Ja. Und ganz kurz nochmal, also deine Mutter ist jetzt ja hier neben uns und wir hatten ja gerade auch das Gespräch geführt. Deine Mutter hat gesagt, es gab einen Vorfall vor einigen Wochen, wo angegriffen worden ist, hier zu Hause, sogar bei euch. Also ich hatte eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Mädchen, die kam vor unserer Haustür und meine Mutter wurde auch angegriffen. Daraufhin war meine Mutter im Krankenhaus
Und wegen der Sache. Wegen der Sache, ja. Also deine Mutter kann auch selber kurz. Willst du dazu was sagen kurz? Ja, ja. Ich fahre in Wohnzimmer und plötzlich ich höre, dass die Sarah schreit und danach gehe ich an die Flur und danach habe ich gefunden, dass die Sarah war auf dem Flur und auf dem Boden. Auf dem Boden, ja, pardon. Und danach ich wollte das. Sie wollte das schlichten, aber daraufhin wurde sie angegriffen. Und danach ja und ich bin schon krank. Und sie war wieder, dann war sie im Krankenhaus deswegen. Ja und danach ich war im Krankenhaus. Und ich wie lange? Drei Tage, weil ich muss lange bleiben da, aber ich habe nur unterschreiben, weil ich habe richtig Angst gehabt, wenn ich bin nicht zu Hause. Ich muss auch meine Mann... Also du bist extra früher vom Krankenhaus rausgegangen, ja, obwohl du hättest länger bleiben müssen. Ja, damit ich helfe meinem Mann, weil ich habe Angst. Krass, krass. Man sieht auch hier eindeutig, wie Sarah sich am Schämen ist dafür, ne, was ihrer Mutter widerfahren ist, ne? Krass, das hat man nicht gewusst, ne, dass die angegriffen worden ist und dann noch die Mutter mit dazu, dass... wünscht man natürlich niemanden, ne? Wenn die eigene Mutter angegriffen wird, ne? Geht auf jeden Fall gar nicht. Ich würde mal gerne wissen, was da passiert ist. Warum wurde diese Sarah angegriffen? Von wem, ne? Warum kam es zu dieser Auseinandersetzung? Aber es ist auf jeden Fall, ist kacke, ne? Wünscht man sowas keinem. Und, ich schäme mich, Leute, Wallah, ich schäme mich gerade, jetzt dieses Gespräch hier überhaupt führen zu müssen, ne, Sarah, wirklich, ich schäme mich, also nicht wegen dir, also du kannst ruhig deine Hand vor mein Gesicht wegnehmen, ich schäme mich extrem dafür, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass YouTube und Leute, die YouTuber, vor allem auch muslimische YouTuber, was mich aufregt, das sind auch sogar noch muslimische YouTuber, die solche Hetz-Videos und Hetz-Straßeninterviews führen, wo Leute sich einander beefen und dann solche Mädchen hier ausnutzen, die gar nicht wissen genau, was sie tun. Sie ist 15 Jahre, dieses Mädchen, 15. Naja, eigentlich, die sind schuld, diese YouTuber, ne? Diese YouTuber, die solche Kinder ausnutzen, sind schon dafür schuld, aber wiederum... 15 Jahre heißt nicht 4 Jahre, ne? 15 Jahre heißt nicht, dass man ein eigenes Gehirn hat. Also diese Leute wissen selber, was sie tun. Diese Leute sind sich dem auch bewusst, ey, wenn ich jetzt hier ein Video mitmache, was aber von tausende Leute sehen werden, wenn ich hier die und die Mutter beleidige, also die sind sich auf jeden Fall auch selber bewusst, was da passieren wird. Sie meinte ja selber am Anfang, ich wusste, dass ich Hate bekommen wird und ich dachte, ich könnte damit gut umgehen. Das war aber nicht der Fall. Also, da sind auf jeden Fall beide Parteien schuld, ne? Aber natürlich, die größere Schuld, der größere Teil fällt zu diesen YouTubern, die das Ganze ausnutzen, ne? Ne? Und ihr wollt mir sagen, dass sie das selbst getan hat, dass sie von allein darauf gekommen ist. Daran sieht man wieder, dass ein Beispiel hier ist, dass man ein Mädchen, ein Kind ausnutzen kann, manipulieren kann, indem man sagt, du kriegst Follower, du kriegst dies, du kriegst das, mach das und sag das und das und das. Wo sogar Mütter beleidigt werden sollen. Also Sarah hat zwar die Mutter von Kam beleidigt, aber du hast gesagt, der Berhan hat dir gesagt, sollst du, was soll er sagen? Also bei den anderen YouTubern, wie bei Sammy und so, das hat Berhan nicht gesagt. Ja. Aber bei der Sache mit Kam meinte ich auch, ja, ich werde gegen Kam schießen, das habe ich... selber gesagt, danach meinte er, ja, sag das und das und das. Also er hat gesagt, du sollst deine Mutter beleidigen? Nein, er hat gesagt, er übertreibt es mit Beleidigungen und so, dies, das. Damit, also er hat gesagt, übertreib es einfach. Ja, übertreibt, weil beide ja persönlich ein Problem mit Kahn haben. Ich möchte mich jetzt auch nicht als Engel dastehen lassen. Ich selber bin auch schuld, das sage ich auch, weil ich selber hätte hier entscheiden können, was von meinem Mund rauskommt. Aber in dem Moment war ich einfach naiv und habe Sachen gesagt. Und ich will mich jetzt auch persönlich, also ich habe mich ja dafür entschuldigt. Aber ich bin natürlich auch mitschuld. Also ich will jetzt nicht sagen, okay, alle, also die haben mich irgendwie komplett manipuliert. Also ich war natürlich mitschuld. Okay, wie gesagt, also Berhan, ne, hat Sarah das angestiftet, mich komplett radikal zu beleidigen, ne, weil er nicht selbst die Eier dazu hatte. Sarah hat dann wiederum, ne, das alles von sich wiedergegeben und hat vor allem das Mutter mit dem Tod und den ganzen Beleidigungen, ne, von sich aus selber gesagt, ne. Nochmal an dich, Sarah, du kannst dich gerne nochmal bei mir entschuldigen, ne, persönlich. Wie du möchtest, schreib mir, alles kein Problem. Ich find's aber lustig, dass so Leute wie Berhan, weißt du, ehrlich, ich kann's immer wieder erwähnen, Digga, 2 Meter haben nicht die Eier, einfach mir mal zu schreiben oder irgendwie zu callen oder irgendwie durch Leute zu sagen, so, ey, ich hab ein Problem mit dir und beleidige mich doch einfach Gesicht zu Gesicht, ne? Aber dann schreiben die Leute Kerim, machen Memos, weißt du, diese ganze Gruppe von Berhan, Kerim Abi, können wir das Problem nicht bitte lösen? Können wir nicht bitte alle ein Bild machen? Berhan entschuldigt sich und wir machen, als wenn alles in Ordnung wäre. Digga, warte, was sind das für Loser auf denn? Was sind das für Versager, Digga? Walla, ihr seid solche Versager, ne? Ihr müsst in euren 2 Meter Körper durch ein 15-jähriges Kind sprechen, weißt du, weil ihr nicht die Eier dazu habt und im Endeffekt, Kellebabe, können wir nicht ein Bild machen und sagen, die Sache ist geklärt, wir entschuldigen uns, oder es gibt keine Entschuldigung, wenn ihr die Rotze, die auf den Boden spuckt, die könnt ihr nicht wieder auflecken, Digga, ist vorbei, Digga, ihr braucht mich nicht durchgehend anzurufen, zu schreiben oder sonst, ihr seid kleine Kinder, Walla, ihr seid keine Männer, ihr seid Frauen, dann, ich will jetzt an diesen Ramadan-Tagen wirklich nicht hier wieder verbal auf euch drauf losgehen, Alter, Walla, ihr seid wirklich so eine Lachnummer, ne?
Ey, ihr seid so Witzfiguren, Digga. Wenn ihr, Digga, ihr müsst euch doch dessen bewusst sein, wenn ihr sowas anfängt, Digga, dann müsst ihr doch damit rechnen, dass was zurückkommt, Digga. Es, ihr müsst doch damit rechnen, Digga. Boah, mein Gott, ja, Wallah. Also, das finde ich ja erstmal sehr gut, dass du es einsiehst, dass da Fehler sind. Also, Sarah sagt ganz offen, sie möchte mit der Öffentlichkeit erstmal gar nichts zu tun haben, das heißt mit Social Media. Ich weiß selber nicht, wie ich auf die Sache, wie ich das sehen soll, Digga. Soll sie mir leid tun, soll sie mir nicht leid tun, Digga, die beleidigt andere Mütter. Wallah, ich weiß nicht, wie ich das sehen soll, Digga. Bereut sie es wirklich, bereut sie es nicht, ist das vorgespielt, wird sie danach wieder Scheiße bauen, saufen gehen in dem Alter, mit Jungs was machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verzeihe ihr auf jeden Fall. Klar, hab ich von Anfang an, Digga. Hab mich null gejuckt, aber sie tut, ich weiß nicht, man kann nicht in sie reinsehen. Sie wird sich auch gar nicht mehr irgendwie zu irgendwas äußern. Sie wird auch keine Bilder mehr von sich posten. Sie wird überall auf Null geschaltet sozusagen. Du wirst alles deaktivieren erstmal mindestens. Ne? Habe ich richtig verstanden? Machst du das inshallah? Ja. Alles deaktivieren. Das heißt, bitte, wir bitten euch auch im Namen der Mutter und der Familie, lasst die Familie bitte in Ruhe. Das ist das Erste. Bitte kommt nicht vor die Tür. Hört auf anzurufen. Jeder Einzelne, der hier anruft, wenn man das nachverfolgen kann, wird angezeigt von der Familie. Hört auf damit. Und hört auf, die Familie irgendwie zu bedrohen. Es ist schon eine Anzeige raus, habe ich gehört. Ne? Anzeige ist schon raus. Die kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Also Berhan, wenn du irgendwas noch dazu sagen willst, kannst du natürlich gerne dazu äußern, wird dir aber nichts bringen, die Anzeige ist trotzdem raus. Das nächste ist auch noch, dass die Videos, die jetzt schon öffentlich sind auf YouTube, bitte einfach alle entfernen, das möchte die Familie so, bitte löscht alle Videos, das heißt Berhan TV, ich weiß auch, Pumping Monkey, hast du auch irgendein altes Video noch da ist, ne? Ja. Auch wenn man das Gesicht zensiert hat, bitte auch entfernen. Also nicht gegen Pumping Monkey, er hat dich jetzt nicht irgendwie dumm dastehen lassen, habe ich verstanden, aber trotzdem hat er ein Video gemacht, bitte das Video entfernen. Dann noch alle anderen, die reacted haben, auch sei es ein Dennison, auch wenn du den feierst. Er hat trotzdem ein Video benutzt, wo du dumm dastehst, bitte Dennison und auch alle anderen die Videos löschen, in denen diese Person auffindbar ist. Bitte einfach löschen die Reactions. Diese paar Euros, die ihr dadurch verdient habt, sind im Endeffekt sowieso Haramgeld, das sage ich euch ganz offen, das habe ich schon mal darüber gesprochen, das ist Haramgeld. Ne? Das Geld, was ihr damit verdient, das ist das Brot, was ihr damit esst, das ist Haram-Essen. Das, was ihr euren Kindern damit gibt, ist Haram-Essen, weil ihr ein Mädchen auch noch ausgenutzt habt, Berhan, indirekt für eure Videos und um euch darüber lustig zu machen und dann auch noch daraus irgendwie Kapital zu erzielen. Das geht gar nicht, Leute. Das ist Haram. Darüber brauchen wir nicht viel sprechen und wir brauchen noch kein religiöses Gespräch hier zu führen. Wir wissen, wie unmenschlich das ist, was hier der Familie gerade widerfährt. Aufgrund eines Videos, wo man extra Leute anstachelt, etwas zu tun, 15-jährige Kinder. Leute, für mich ist das wirklich ein leichtes. Das ist total einfach, kleine Kinder zu manipulieren. Ich könnte jetzt auf die Straße gehen, 15-jährige Kinder das N-Wort droppen lassen. Tausendmal hintereinander, nur für ein Video, damit die irgendwie bekannt werden. Und das ist Quatsch, was hier passiert. Das ist eine Katastrophe. Und das Schlimme ist, ich schäme mich wirklich, wallah, ich schäme mich jetzt hier bei der Familie zu sein, mitten in Ramadan. Ne? Die Mutter hat mich sogar noch eingeladen, sagt, komm zu Iftar, ich muss aber gleich weg, ich habe einen Termin. Ne? Ja, du kannst gerne was dazu sagen. Ich habe gleich einen Termin und ich schäme mich genau wegen der Sache. Ich wäre sehr gerne vielleicht in Charlotte mal nur zu Iftar kommen, so ein bisschen essen, aber nicht deswegen. Ich schäme mich deswegen, hier zu sein. Wegen einem Mädchen, was ausgenutzt worden ist im Internet und Leute machen sich lustig. Jeder, der das Video schaut und darüber lacht und Kommentare abgibt, sich über das Mädchen lustig macht. Ich sag dir ehrlich, ich habe ein Video gemacht, wo ich dich Kreatur genannt habe. Sag ich ganz ehrlich, das war so, ich war sauer in dem Moment. So, warum sagst du sowas? Warum sagst du das H-Wort und warum beleidigst du Mütter? Jetzt ergibt das für mich mehr Sinn. Jetzt ergibt das für mich mehr Sinn, warum man dich dazu gebracht hat. Ich sag jetzt mal, du hast dich jetzt asozial verhalten, ist einfach so. Und viele würden denken, MashaAllah, was hat der, wie ist denn jetzt die Mutter und der Vater? Ich sag euch ehrlich, die Mutter und der Vater überhaupt nicht, haben nichts damit zu tun. Mit diesem Asozialen gar nicht, im Gegenteil. Das sind studierte Menschen, Leute, die denken, Leute, die nachdenken können, Leute, die Religion haben und Leute, die wissen, was sie eigentlich tun. Das Problem ist, die Tochter von denen wurde verseucht. Nicht von den Eltern, sondern von den Leuten auf der Straße, die YouTube-Leute und so weiter. Diese Menschen, die dieses Mädchen... Naja, ich sag mal so, kann ich mir schon vorstellen, dass die YouTuber, die da ein bisschen mit reingezogen haben, ne, was heißt ein bisschen, aber du kannst mir nicht sagen, dass du nur deswegen komplett so geworden bist. Ne? Also ich bin mir sicher, dass da auch wirklich der Freundeskreis teils schuld ist, ne, ein Riesenteil davon. Du kannst mir nicht sagen, dass du komplett schon, ich habe ja auch diese Videos gesehen, die hat sich ja komplett banal benommen da in diesen Videos, weißt du, also das hat sie auf jeden Fall schon von sich aus mitgebracht und von ihren ganzen, ich denke mal, ja, es lag bestimmt am Freundeskreis. Und dann die YouTuber, die haben natürlich schon mal den Rest gegeben. Ausgenutzt haben oder auch andere Mädchen, die gerade im Internet ausgenutzt werden, ganz viel. Lass das halt, ne, so zeig mir deine Freunde und ich zeig mir, wie sagt man, wer du bist? Ja, jetzt haben wir deine Freunde, ich sag mir, wer du bist, so, weißt du? Viele Menschen werden ausgenutzt und auch kleine Mädels vor allem, damit man halt mehr Klicks macht, wie eben der Berhan gesagt hat, ja, hier, willst du Klicks, willst du Fame, dies und das, ne? Berhan, das ist kein Video, um gegen dich zu schießen, aber es ist die Tatsache. Es ist die Tatsache, Punkt, ne? Es ist kein Video, um zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, nein, du hast aber Scheiße gebaut. Sie hat aber auch Scheiße gebaut, sieht das aber jetzt ein. Was ist mit dir? Machst du das Gleiche? Also sie sieht das jetzt ein und sie hat gesagt, sie wird damit aufhören. Was ist mit den anderen Leuten, die sowas machen? Hört ihr auch auf mit diesen Straßeninterviews und keine Ahnung was, wo ihr Leute ausnutzt für eure Klicks?
Nur damit ihr ein paar mehr Geld verdient, ein bisschen mehr Geld verdient. Also die Mutter ist hier, ich sag euch ganz ehrlich, die war nicht nur einmal, die war 20 Mal innerhalb von einer Stunde immer wieder am Weinen. Und es hat mir im Herzen wehgetan, eine Mutter so zu sehen. Und die Mutter wurde übrigens sogar draußen auf der Straße geschlagen. Ich meine, kannst du kurz was dazu sagen? Ja, ich war einkaufen mit meinem Mann. Mein Mann war kurz in einem anderen Laden und ich möchte woanders gehen. Und plötzlich kommen zwei, so, sie waren Flüchtlinge, sie können kein Deutsch, nur Arabisch. Oder also zwei Jungs. Zwei Jungs. Und danach, sie haben mich beleidigt, aber richtig, wegen meiner Tochter. Und sie haben mich geschlagen und ich war auf dem Boden. Und danach... Niemals, Digga, what? Woher wissen die aber genau, dass die Mutter von Sarah war? Auf dem Boden haben sich zwei Jungs geschlagen. Achso, ja. Also auf dem Boden haben sich zwei... Ja, hier, okay. Ja. Und danach, ich war auf dem Boden und plötzlich, mein Mann ist gekommen, hat mich auf dem Boden gefunden. Und danach, wir waren bei Polizei, wir haben Anzeige gemacht, aber... Aber du weißt nicht, wer das war. Also Leute, seht ihr, wie weit das gegangen ist durch Videos mit dem Mädel, dass sogar die Mutter angegriffen wird. Eine Mutter, ich meine, wir brauchen jetzt nicht groß... Das ist geisteskrank. Walla, das ist geisteskrank. Ne? Egal, was ein Mensch gemacht hat, ich sag das ja auch immer wieder, Familie sollte man immer rauslassen, Digga. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, klär das mit ihm selber. So. Aber was können die Eltern dafür, Digga? Walla, das ist hart, Digga. Also das geht wirklich so weit, Digga. Das wünsche ich niemandem, Digga. Nicht mal meinem schlimmsten Feind, Digga, weißt du, so. Mutter, Familie und so, sowas sollte man immer raushalten. Auch noch, Walla, die arme Mutter zu Boden schlagen, das ist hart, Digga, das geht gar nicht. Es ist eigentlich über Religion zu sprechen, aber ihr wisst, dass eine Mutter das Höchste verdient, was sie überhaupt kriegen kann in diesem Leben. Und ist das, was eine Mutter verdient, dass man sie auf den Boden schlägt, dass man sie kaputt schlägt, dass man sie irgendwie so erniedrigt? Auf keinen die Fall. Die auch nicht mal was damit zu tun hat, die einfach nur ihre Tochter beschützen will, weil ihre Tochter gar nicht verstanden hat, was sie überhaupt getan hat. Die ist 15, sie ist nicht 25. Sie ist nicht in der Lage zu verstehen, was sie gerade tut. Doch Leute, die schon 19 sind, wie eben ein Berhan oder auch andere Leute, die sie ausgenutzt haben, wissen das schon, was sie da tun. Und sie verdienen ja ihr Brot damit, ihr Haram-Brot damit, muss ich ganz offen sagen. Also, dass man Mutter da auch noch schlägt und ganze Familien kaputt macht, dass Familien wirklich sich zerstreiten, dass Familien sogar aus dem Ausland, ich meine, jeder weiß, dass du aus Marokko kommst, gehe ich mal sehr stark von aus, ne? Dass die Familie sogar in Marokko oder woanders, dass sie so ein Riesen, dass sie sich schämen dafür, dass sowas passiert, aufgrund Videos, weil irgendein Idiot denkt, ich mache ein bisschen Geld mit jemandem, der andere Leute beleidigt. Und was ich den anderen Mädchen empfehlen will oder mitgeben möchte, ist, dass wenn irgendwann jemand auf euch zukommt oder euch anschreibt und fragt, wollt ihr dort und dort mitmachen, ich empfehle euch wirklich, dass ihr das Angebot ablehnt. Auch wenn ihr dann Reichweite bekommt, Fame bekommt. Ich hatte auch meinen Account 25.000 Account und der wurde jetzt gelöscht. Also Fame ist nicht alles, weil was bringt euch denn Fame, was bringt euch Reichweite, wenn eure Eltern weinen, wenn euer Vater euch in die Augen schaut und sagt, ich bin enttäuscht von dir, wenn meine Mutter vor mir weint, wenn meine Mutter, die weint gefühlt jeden Tag vor mir. Was bringen mir dann diese Abonnenten, was bringen mir diese Freunde, was bringt mir dieses Geld, das bringt mir gar nichts. Und ja, das Resultat ist... Also ich sag mal so, jeder YouTuber kann seine Videos, seine Street-Videos drehen, das ist alles ihm belassen, weißt du. Man sollte auf jeden Fall die Sache, ne, da stimme ich dann auf jeden Fall zu, man sollte aber diese ekelhaften Sachen lassen, so. Ich habe selber davon nie was gehalten, von diesen, ich will jetzt kein YouTuber erwähnen oder kein Format, ne, das, wo die ganzen Frauen und Jungs sich da gegenseitig fertig machen und dissen und was weiß ich, weißt du, das muss nicht sein. Also, jeder kann drehen und machen, was er will, und auch wenn Leute angesprochen werden, willst du mitmachen? Die können mitmachen, weißt du? Aber die sollen bei ekelhaften Formaten nicht mitmachen. Sei es irgendwelche vernünftigen Formate, eine Umfrage, ey, wie geht's? Was hältst du vom, keine Ahnung, weißt du? So. Kann man immer machen, Digga, so. Man kann auch, wenn man unbedingt Fame werden will, aber also es gibt wirklich so viele Dinge, so viele Sachen, wie du irgendwie an Fame oder sonst gelangen kannst, weißt du? Entweder gehen die Schiene Fashion, mach Unterhaltungsvideos, Comedy, mach, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, aber ich glaube, das, was sie versucht zu sagen ist, ne, was ich euch auch empfehlen kann, macht nicht bei diesen ekelhaften Formaten mit, wo ihr schon von vornherein wisst, ey, okay, später, ich könnte das bereuen, genau wie sie, ne, so, sei es Tinder kennenlernen, sei es Disney mit diesen Quatschleuten aus Frankfurt, von da, mit irgend, weißt du, was ich meine, so, das, okay, rate ich euch auch ab, so, aber ihr könnt es machen, was ihr wollt, Digga, macht Fotos, macht Bilder, macht Videos, weißt du, so, wie ihr wollt. Vater ist krank geworden, Mutter ist krank geworden, die sind alle in Behandlung. Also ich wollte damit nur sagen, man soll nicht alle YouTuber in eine Schublade stecken, so weißt du, also, ne, das sind halt so gewisse paar YouTuber so, die das machen. So. Die ganze Familie ist in Behandlung, nur wegen sowas.
Die ganze Familie ist in Behandlung, die ganze Familie weint, die Familie kann nicht mehr schlafen. Der Vater kann nicht mehr schlafen, Mutter kann nicht mehr schlafen, Sarah kann selber auch gar nicht mehr schlafen und so weiter. Alles das Ergebnis von diesem ganzen Scheiß, wirklich, tut mir leid für das Video, Wort jetzt, aber diese ganzen Drecksformaten und Scheißformaten, die ihr auf YouTube gebracht habt und das schon seit Jahren durchgezogen habt. Diese Geschichte ist jetzt hier an die Öffentlichkeit gekommen, weil das halt, ich weiß, weil ich das vielleicht aufgenommen habe. Bei den anderen haben wir es nie erfahren. Ne? Es gibt ja auch andere Menschen, die, wolltest du kurz was sagen zu Arfa? Irgendeiner wird zu Arfa was sagen. Also ich will bitte nicht, dass ich will ihn nicht angreifen, aber keiner soll irgendwie Sachen weiter erzählen. Glaubt nicht alles, was in Livestreams erzählt wird. Glaubt nicht alles, was Leute erzählen. Alpha Soso, der größte Fitnamaker, Digga. Diesen Jungen wirklich, den kann ich null ernst nehmen. Ne? Mit dem dürft ihr auf jeden Fall keine Videos drehen. Den sollte man keine Beachtung schenken. Das ist wirklich, also das, was er gerade die ganze Zeit angesprochen hat, diese ganzen Worte, die Issa auch gesagt haben, die gehen auch, die sollten auch Trickrichtung zu ihm gehen, Digga. Manche Leute machen das wirklich nur, damit sie... Was hat er gesagt, der Alpha, genau, weil da also, war was sehr wichtig. Ja, das ist jetzt schon in der Öffentlichkeit, deshalb kann ich das Thema ja genau auch ansprechen. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er mit meinem Vater, weil mein Vater so hilflos ist, mich von Frankfurt abgeholt hat und mir geholfen hat. Meine Mutter, Mama sagt, du am besten was dazu. Ja, ich war nicht dabei, aber alles, was er erzählt, stimmt gar nichts. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Allgemein, was in Livestreams von fremden Menschen erzählt wird, auch... Wie, was? Arf hat so Sachen erzählt, dass er den Eltern geholfen hat, aber alles stimmt nicht? Was Emine erzählt hat, Leute, glaubt nicht alles. Mama, habe ich, weil Leute sagen das in Sachen, das will ich nur kurz ansprechen, stimmt es, dass ich zu dir sage, dass ich dir den Tod wünsche, dass ich sage, bitte stirb, stimmt das? Nein. Das stimmt nicht, also ich habe das jetzt selber gehört. Ich würde nie im Leben meiner Mutter den Tod wünschen. Auch nicht andere. Das wäre schon krass, Digga. Wer macht sowas? Nein. Das hast du einmal getan, aber du bereust das natürlich. Ja, also allgemein, man wünscht keinem Menschen den Tod. Und ja, auf jeden Fall, ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe meiner Mutter und meinem Vater nicht anständig geredet. Davon gibt es ja auch Livestreams und ich entschuldige mich auch. Also habe ich meine Eltern entschuldigt. Genau, nochmal zu den Freundinnen von ihr. Bitte entfernt euch von ihr. Ich meine das gerade völlig ernst. Jede Freundin, die Kontakt gerade hat mit ihr, soll sich bitte von ihr entfernen. Keiner soll, soll ihr schreiben. Keiner soll sagen, ey, was geht ab, dies und das und lass mal raus. Und so. Bitte entfernt euch von ihr. Entfernt euch von ihr wirklich, wenn ihr sie mögt, dann lasst sie bitte in Ruhe. Zumindest für die nächsten Wochen und Monate und vor allem jetzt Ramadan möchte sie auch die Zeit nutzen, um sich selber zu finden. Bitte respektiert die Privatsphäre von anderen Menschen. Sarah gesteht ihre Fehler ein. Und Berhan, wir erwarten auch von dir oder auch von anderen Leuten, dass sie ihre Fehler eingestehen. Ihr müsst keine Videos machen, aber bitte hört auf mit diesem Content. Bitte hört auf, Leute in den Dreck zu ziehen und hört auf, diesen Drecksformat, den ich schon seit über einem Jahr kritisiere, dass ihr einfach aufhört. Das ist Quatsch. Sowas zu tun ist Quatsch, damit einfach Klicks zu generieren. Die deutschen, ich sag jetzt mal deutschen, nicht-muslimischen YouTuber, die sind nicht ansatzweise so dreckig und so haram wie ihr. Die sind nicht ansatzweise so dreckig wie ihr. Und das sage ich euch ganz offen, guck mal, was ihr gemacht habt. Ihr habt nicht nur solchen Haram-Content gemacht, ihr habt eine Familie zerstört. Ihr habt eine Familie zerstört. Das, was ihr noch gar nicht mal richtig selber besitzt. Ne? Ihr habt etwas zerstört, wovon ihr gar nicht merkt, was für einen Wert das eigentlich im Islam oder auch allgemein im Leben hat. Das habt ihr zerstört und nicht irgendwie hier ein Kind peinlich gemacht. Ihr habt nicht nur ein Kind peinlich gemacht. Ihr habt eine Familie zerstört, eine Mutter, die geschlagen wurde, ein Vater, der jetzt im Krankenhaus landet, nur wegen euch. Das ist schon hart, wenn man es überlegt. Ne? Wie ich schon vorhin gesagt hatte, ne? Die Leute, die in den Videos mitmachen, haben eine gewisse Teilschuld. Die sind selber dafür verantwortlich, die sind alt genug und wissen, was sie machen. Ne? Aber natürlich, sag mal, die größte Schuld fällt schon auf diese YouTuber zurück, ne? Weil sie das wirklich schamlos ausgenutzt haben und ne, also so weit hat man gar nicht gedacht, Digga, guck mal, was alles passiert ist, Eltern wurden geschlagen, werden nicht in Ruhe gelassen, werden beleidigt, dies und das, ist schon krass, ne? Also ich hoffe, diese ganzen kleinen Kiddies, ne, die da in diesen ganzen Formaten Tinder und so mitmachen, dass sie jetzt einmal so sehen, wie es enden kann, ne? Wie es am Ende sein kann, ne? Dass sie das vielleicht mal bei denen so Klick macht, so, weißt du, auch an diese ganzen Frankfurter und so. Ich meine, wir haben viele Beispiele gesehen. Diese Zeynep ist jetzt irgendwo im Ausland verlobt. Wie viele Beispiele muss es denn noch geben, dass es bei allen irgendwann mal Klick macht, weißt du? Dass dieses Fame durch solche Videos nicht alles ist, weißt du? Ja. Ihr habt eine Familie zerstört. Also ich bin mit Schuld, aber die haben ja... Ja klar, du bist mit Schuld. Natürlich, aber ich sag dir ehrlich, ich bin auch auf YouTube. Die Leute, die dich benutzen, die sind viel mehr schuld als du. Du bist 15. Du weißt noch gar nicht genau, was du tust. Du wirst in drei, vier Jahren merken... Boah, wie dumm war ich denn? Du wirst das merken, vielleicht schon in einem Jahr. Du merkst ja jetzt schon langsam, wie doof das war. Aber du wirst später merken, deine Mutter, was meinst du? Deine Mutter will auch nichts Schlechtes für dich. Dein Vater will auch nichts Schlechtes für dich. Aber beide sind jetzt kaputt gegangen. Beide sind kaputt gegangen. Ich habe beide gesehen, mit beiden gesprochen und wallah, mein Herz blutet. Mein Herz blutet, wenn ihr die Eltern jemals sehen solltet. Im Gegenteil, dass ihr die schlagen sollt, geht zu denen, sagt Assalamu alaikum, seid nett zu denen.
Sowas geht nicht, Leute. Deswegen bitte ich noch einmal, bitte alle Videos löschen. Ne, halt die alle Videos löschen. Also alle Videos löschen, das mit Sarah zu tun hat. Alle Reactions löschen, das mit Sarah zu tun hat. Alle Leute, die über Sarah schlecht gesprochen haben, bitte löschen. Alles entfernen, wirklich alles entfernen. Da gibt es keine Ausnahme. Ja, eine Story hier lassen, dies und das. Und jeder, der das Video sieht, der kein YouTuber ist, bitte warnt oder weist die anderen YouTuber darauf hin, ey, das Video muss gelöscht werden, wegen dem. Das Video wird ein paar Monate online bleiben, bis das Ding sauber ist, und dann lösche ich das Video auch, damit das Thema vom Fenster ist. Fertig. Ne? Und ich habe noch eine kleine Ansage nochmal an unseren Bruder Kahn und unseren Bruder Berhan. Hört auf, euch im Internet zu beefen. Vor allem Kahn, ich bitte dich inständig. Okay, du hast deine Worte gesagt, lass das. Halas, das Thema ist durch, das Thema ist fertig. Bitte schließ mit dem Thema jetzt ab, weil auch du damit drin bist, wenn du immer noch weiter reinpiekst. Okay, du hast was gesagt zu Berhan, das Thema ist durch. Ich möchte nicht mehr, dass du weiterhin noch solche Videos machst. Okay, ist dein Recht, du kannst Videos machen, wie du willst, aber es ist haram. Also ich verstehe jetzt gerade diese Doppelmoral nicht, Moment mal. Das ist haram, weil du hast jetzt schon deine Sachen gesagt, aber du bist jetzt gerade dabei, Mobbing zu betreiben im Internet gegen Berhan und das geht auch nicht. Punkt. Ja, da musst du auch einen Punkt setzen. Die Sarah ist 15 Jahre, hat ihre Fehler eingestanden. Noch ein. Ihr seid älter und ich erwarte von euch, ihr seid viel älter und ich erwarte von euch, dass ihr auch eure Fehler einseht und dass ihr einfach sagt, Khalas, Bismillah, der Bruder hat recht, wir sind in Ramadan, wir hören damit auf. Punkt. Ihr müsst auch dazu gar nichts äußern. Gar nicht äußern, wirklich. Ja. Doch, ich werde mich dazu äußern. Und zwar... Ich finde es gerade schade, vor allem von Issam, diese Doppelmoral, ne? Ihr könnt jetzt denken, wie ihr wollt, ob er recht hat oder nicht, ne? Schreibt in die Kommentare, wer recht hat, ihr solltet es auch, also es ist völlig egal, ihr müsst nicht zu mir stehen. Was ich aber gerade ein bisschen traurig finde, erstens, warum, Issam, guck mal, es geht an dich, warum musst du im Internet öffentlich meine Fehler ansprechen, mich bloßstellen und auf meine Fehler eingehen, obwohl du es mir als Bruder persönlich sagen könntest, mich anrufen könntest und sagen könntest, ey Khan, bitte lösch die Videos, bla bla. Weil ich find's gerade so komplett, das ist gerade, ey, das ist voll die Doppelmoral, das ist gerade so. Issam, du hast mich an dem Tag, ja, das ist ja nichts Neues so, wenn es Beef gibt, dass immer wieder sich andere Leute mit einmischen. Egal, wenn es Beef gibt, ja, ich habe jetzt einen Beef gemacht mit Behan, Leute haben gesehen, dass das boomt, weißt du, voll der Hype und Leute kommen sofort und wollen mitreden, weil jeder will auf dem Kuchen haben, ist kein Problem. Aber als du mich am Abend angerufen hast, da warst du mit Heikel im Stream, da hast du gesagt, voller Freude, warte ab, der Berhan, ich mach ein Video gegen den, ich werde so auspacken, wir müssen später telefonieren, Bruder. Warte ab, ich werde den auseinandernehmen, Bruder, willst du mich verarschen? Du hast, wallah, noch vor ein paar Tagen gesagt, ich werde den auseinandernehmen, boah, ich werde den kaputt machen, bla bla, mach mit, wenn du willst, wir telefonieren später. Was ist das für eine Doppelmoral, Digga? Warum stellst du mich im Internet bloß und sagst, das ist ein Fehler von dir, hör auf mit Berhan Fitner zu machen an Ramadan, obwohl du das selber machen wolltest, du hast selber Video gegen den gemacht und hast gesagt, ey Berhan, du bist ein Hund. Sorry, dass ich das sage, du bist ein Hund. Ja, eine, warum stellst du einem Bruder bloß im Internet? Warum sagst du das nicht? Also du musst doch nicht meine Fehler aufdecken, wenn es Fehler sind, wenn ich Haram Pada damit gemacht habe mit den Reactions, das ist alles gar kein Problem. Aber warum sagst du das nicht zu mir, Digga? Das finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr schade, weil eigentlich früher, du weißt ganz genau, mit welchen Jungs du dich getrennt hast und diese Jungs waren auch mit mir und diese Jungs haben gesagt, ey, der Issam, nee, der ist uns ein bisschen so und immer wieder, wenn es so Beef gibt und der ist immer mit dabei und das steigt ein bisschen über Kopf. Ich habe immer gesagt, scheiß drauf, Bruder, ich mache mein eigenes Bild von ihm, aber das ist wieder so eine Sache, Issam, wo ich sage, Digga, das muss nicht sein. Warum sagst du, Digga, hör auf, das und das zu machen, warum redest du dich voll gut in dem Video? Walla, bis jetzt war alles gut, warum musst du mich schlecht reden? Digga, es hat mir niemand, Walla, es hat mir niemand zu sagen, was ich zu löschen habe, was ich zu drehen habe, was ich zu machen habe. Wer hat mich denn bis meine Mitte 20 hier hingebracht und hat mir gesagt, denkst du, ich habe auf Leute gehört und bin dahin gekommen, wo ich heute bin, Digga? Walla, es hat mir niemand was zu sagen, Digga, und ich find's gerade richtig eib, Isam, dass du sowas sagst, Digga. Dass du mich im Internet versuchst bloßzustellen, Digga. Das ist auch genau der Grund, warum ich nie Leute an mich ranlasse, sei es ein YouTuber oder irgendwie neuen Kontakt aufbauen will, weil ich sowas hasse, Digga. Wenn es um Fame geht, Digga, wenn es um Fame geht, dass immer wieder Leute einen Bruder verkaufen müssen, ja? Ihr könnt jetzt sagen, warum übertreibt er so. Ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt, aber wallah, Habila, ich finde sowas richtig respektlos, Digga. Du musst doch nicht offen im Internet sagen, Digga, das ist nicht gut, Fitna an Ramadan, Beef mit denen, Khalas, du hast dein Self abgegeben. Digga, du hast mich noch voller Freude, voller Fitnerfreude angerufen, boah, ich würde ein Video gegen den machen, bla bla. Ja, ich bin danach in den letzten Tagen nicht mehr rangegangen. Ich konnte dir meine Beweise nicht mitteilen oder sonst was und keine Ahnung. Vielleicht warst du deswegen sauer, keine Ahnung, sorry, aber Digga,
Du brauchst mich doch nicht hier im Video bloßzustellen und zu sagen, das ist Haram-Pada, was ihr macht. Das ist, Digga, hat niemand zu entscheiden, was für ein Geld wir verdienen, hat niemand zu entscheiden, was wir machen oder nicht und ob wir uns beefen sollen oder nicht, Digga. Im Endeffekt, jeder, der diese Videos macht, der macht selber nur für Likes, für Klicks, Digga. Sei es dieses Video, sei es andere Videos, sei es Reaction-Videos. Wallaha, billaha, jeder macht es für Likes und für Geld, Digga. Ihr könnt mir nicht erzählen, oh, wir setzen uns zusammen und wir wollen die anderen YouTuber rechtfertigen. Wallah, ich hasse diese Doppelmoral. Ja, reicht langsam. Wallah, das nervt mich. Digga. Walla, das fuckt mich richtig ab, Digga. Weil sobald es Hype gibt, sobald ein YouTuber ein Beef startet, Kuchen, Digga. So. Sorry, Walla, musste mal gesagt sein, Digga. Aber das ist alles lächerlich, Digga. Das ist, ach, schwachsinnig, Digga. Ja. Mal ganz klar. Und ob ich die Videos lösche oder nicht, ist mir überlassen. Vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das in der Woche. Vielleicht warte ich, bis Sarah mich schreibt und sich bei mir entschuldigt. Und wenn ich das mache, dann mache ich das. Einfach aus dem Grund, weil ich es mache. Weil ich dir verzeihe, Digga, ja? Und nicht, weil irgendeiner sagt, lösch. Ich höre auf niemanden, Digga, ich höre nur auf meine Eierland. Weil mir kann niemand was sagen. Damals, wo Sarah mich beleidigt hat, da haben alle gesagt, zeig sie an. Ich habe euch gesagt, beleidigt sie nicht, ihr habt sie im Internet in den Kommentaren beleidigt. Ich habe gesagt, ich kann sie vielleicht anzeigen, muss ich aber nicht. Ihr habt alle gesagt, zeig sie an. Okay, habe ich gemacht, ich habe sie angezeigt. Danach habe ich es aber bereut, wisst ihr warum? Weil ich überlegt habe, die ist 15 Jahre und wenn ich sie anzeige und sie vielleicht eine weitere Anzeige in ihrer Strafakte bekommt, weil sie in so jungem Alter, wegen Verleumdung, übler Nachrede, Hass, wegen Beleidigungen, wegen, sie hat mich als Pädophilen abgestempelt, das alles Mögliche. Das wäre übertrieben, weil Anzeige, Geldstrafe, alles, Schadensersatz, alles. Das, die Anzeige wäre doch an Behan gehen, weil er das Video veröffentlicht hat. Habe ich zurückgezogen. Warum? Was ihr auch nicht wusstet, weil ich ganz genau wusste, das wird dieses Mädchen vielleicht kaputt machen in ihrer Zukunft, weißt du? Ich bin auch keiner, der YouTuber anzeigt, Digga, weißt du? Obwohl ihr gesagt habt. Jetzt werden auch bestimmt alle sagen, lösch, kann ich verstehen, mach ich. Aber ich mag sowas nicht, wenn die Leute der irgendwie der Mehrheit folgen, wenn plötzlich alle auf der Seite sind. Ich find's gerade halt nur schade, dass ich angegriffen worden bin. Dass mir gesagt wird, hör auf, Fitner zu machen, obwohl man selber mich noch ein paar Tage vorher anruft, Bruder, ich werde den zerstören, ich werde ein Video machen. So, wallah, das ist diese Doppelmoral. Man muss sich nicht in der Öffentlichkeit besser reden als andere. Das finde ich schade, Digga. Deswegen hast du auch bei mir verspielt, Digga. Also ich will mich auf jeden Fall bei Janko, bei Khan und bei Sammy... Nehme ich an, lösche ich die Videos. Schreib mir bitte, entschuldige dich, zeig mir, dass du es ernst meinst, mache ich. Ich lösche es wegen dir, aber wegen niemand anderen, Digga. Entschuldigen, aber was ich auch nicht okay fand von Khan ist, dass er... Videos, nee, Bilder von mir gepostet hat, die aber, die sind halt wirklich 2-3 Jahre alt, diese Bilder und das hat mich schon ein bisschen verletzt, weil diese Bilder sind rumgegangen und Khan, du hast eine große Reichweite, deshalb, ich hoffe bitte, dass ihr alle diese ungeschminkten Bilder von mir nicht weiterschickt. Habe ich gemacht, genau, warum? Weil du mich natürlich, ne, von A bis Z beleidigt hast und ich bin ein Mensch, ich beleidige niemals zurück, auch nicht den Bärhahn. Ich reagiere sachlich, ich recherchiere, weißt du? Ich bin ein schlauer Mensch. Ich gucke einfach, wie kann ich dagegen kontern. Entweder ich lasse sein oder ich konter dagegen. Bären habe ich komplett platt gemacht, ne? Weil er hat diese linke Aktion gestartet und ich habe die ganzen Beweise aufgelegt. So. Und du hast mich von A bis Z beleidigt und ich habe einfach geschaut, okay, wie kann ich mir Spaß daraus machen? Ich habe einfach alte Bilder von dir zugeschickt bekommen. Ich habe das bekommen. Ich habe sogar so richtig ekelhafte Videos zugeschickt bekommen. Ich habe auch den Leuten immer wieder geschrieben, ey, hört auf, sowas rumzuschicken, weil sowas geht auf keinen Fall. Das, was du machst, kannst du in deiner Privatsphäre machen, tun lassen, was du willst. Aber Leute, hört auf, solche schmutzigen Videos auf euren Handys zu lassen, weil das zählt auch zu Kinderpornografie. Ihr könnt selber dafür angezeigt werden, ne? Deswegen hört mit sowas auf. Aber das, was ich gemacht habe, waren einfach nur ungeschminkte Bilder als Thumbnail zu nehmen und hat mir daraus einen Spaß gemacht, ne? Ich fand sowas ehrlich gesagt nicht krass verletzend. Ich habe mir daraus einen Spaß gemacht, ne? Ich habe einfach damit sachlich, sage ich mal, gekontert. Aber ich kann verstehen, wenn du sagst, ey, ich fühle mich ungeschminkt nicht schön. Jeder Mensch auf seine Art und Weise schön. Brauchst du jetzt keine Komplexe zu schieben. Du bist 15. Irgendwann wirst du älter, wirst du auch checken, wirst du die Reife bekommen. Aber gar kein Problem. Die Bilder kann man auch rausnehmen. Wie gesagt, schreib mir, entschuldige dich. Das ist alles kein Problem. Das sind Kleinigkeiten. Jetzt gesehen so, aber mich selber hat das auch gestört. Und ich selber habe auch... Du hast die Haare geschnitten. Also damals, zu dieser Zeit, wo dieses Bild gemacht wurde, ist, ich habe meine Haare abrasiert wegen einem Grund, weil ich sehr depressiv war. Ich war auch deshalb in der Klinik. Ich mache jetzt auch weiterhin Therapie. Ambulanttherapie, möchte meine Schule machen. Ja, das war's. Khair, inshallah. Halte, du willst noch was sagen? Oder? Ja. Eine Sache will ich sagen. Auladukum wa amwalukum fitna. Istaghfirullah al-Azim. Subhanallah. Okay, Leute, passt auf, was ihr anderen Kindern antut. Passt auf, was ihr Familien antut. Ihr habt, wie gesagt, die Mutter ist am Boden zerstört, der Vater auch. Okay, es gibt, glaube ich, nochmal letzte Minute kleines Statement, wird nochmal alles aufgeklärt. Aber okay, wir wissen Bescheid an Islam, starkes Video, gut, dass du sowas gemacht hast, ne?
sei es, ob du auf den Zug gesprungen bist wegen dem Hype, sei es, weil du es von deinem Herzen gemacht hast, auf jeden Fall cool. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Hört auf, YouTuber, kleine Kinder auszunutzen. Was ich halt schade fand, wundert euch nicht, weil ich hasse es einfach, ich hasse wirklich sowas, wenn Leute selber auf diesen Zug springen wegen Hype, mich paar Tage vorher callen und selber sagen, ich werde den kaputt machen, ich werde den zerstören, ich wünsche, ich hätte sowas auf Band, aber dann mich im Internet versuchen bloßzustellen, ja, deine Reactions sind eher Haramgeld, hör auf, Fitner zu machen. Digga, du kannst mir das wie ein Bruder sagen, aber warum im Internet? Warum muss man im Internet mich bloßstellen, Digga? Mich so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich mache, Digga. Aber okay, wie gesagt, ihr habt meine Meinung dazu gehört, Digga. Sarah, du kannst mir gerne schreiben, entschuldige dich nochmal bei mir. Und wenn ich die Videos rausnehme in den nächsten Tagen, dann mache ich das, weil ich darauf Bock habe und nicht, weil irgendeiner sagt, nimm runter, um sich irgendwie aufzuspielen. Aber okay, ihr habt es gehört, haut rein.